Where are you going tomorrow? I want to show the Roosevelt Stone. You want to show? Yes. It's buried in snow. I know, but Svava, you know Svava? Yeah. He comes with us with a shovel. Okay. Do you want to join us? No. No. I think maybe he's full of ice, too. Yeah, that's it. Close the gate. They will take that stone and put it right there. Yeah. One, four. Four. Yeah. So it's a story about earning money. Yeah, I think you're like on your way to earn it. That's pretty cool. Well, Jamie Reeves, he broke his leg here. Oh, fuck. He was walking around with it, and he dropped it on his foot. Okay. How far is it? Slowly. Okay. Be careful. Wir haben es geplant, wir haben es versucht und wir müssen kläglich aufgeben, weil dieser riesige Stein einfach fest geeist. Also man sieht hier schon, wie wir alles fleißig zur Seite geräumt haben, aber wir müssen leider aufgeben. Wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden gewerkelt, getan. Wir haben versucht, mit einem schmalen Draht unten das Eis sägen. Ja. Seil. Mit dem Seil das Ding anzuheben. Wir wollten es mit dem Auto Hebel rausziehen. Aber da denken wir eher, dass die Karosse verzieht von diesen südkoreanischen Lenkwunder. Also, das heißt, ich muss hierher zurückkommen und diesen Stein im Sommer heben. Weil man muss einmal um dieses Gehege rumlaufen und man sieht ja, der Schnee ist nicht 3 cm hoch, wie das Hotel gesagt hat. Sondern ich reg mich hier jetzt gerade fürstlich auf. Ich denke mal so eher 30 cm hoch. So. Ja, 30 bis 50, ja? Schau mal. Ich bin richtig angepisst. Vor ungefähr 200 Jahren hat der Pfarrer Snorri keine Lust mehr gehabt, für seine Schafe ein Gehege zu bauen aus Zäunen. Also hat er sich überlegt, ich nehme einfach ein paar vulkanische Natursteine, hat damit hier diesen Schafstall in Anführungszeichen gebaut. Und mit diesem Stein, der wurde quasi als Tür mal eingesetzt und hat den Schafstall verschlossen. Jetzt sagt die Legende, dass er 2 Söhne und eine Töchter hatte. Und die Tochter hat dieselbe Arbeit verrichtet wie die Söhne und wurde aber nicht genauso gut bezahlt. Dann hat sie sich gesagt, alles klar, ich nehme diesen Stein und laufe einmal diese 50 Meter drumherum und lege den ab. Es gibt 3 Arten des Kraftbeweises mit diesem Stein. Es gibt einmal am unteren Ende und am oberen Ende einen Stein, wo man den drauflegen muss. Der wiegt übrigens 186 Kilo, dieser Husafellstein. Und diese beiden Stufen und die dritte und stärkste Stufe der vollen Kraft ist sozusagen das einmal komplett drumherum tragen. Unser Plan war zumindest das Anheben. Der Dennis wollte ihn schultern. Ich hätte es auch gerne versucht, aber keine Chance. Er ist leider festgefroren. Aber ihr wisst es, Leute, nur wer Großes versucht und auch bereit ist zu scheitern, kann auch Großes vollbringen. Mach die Scheiße aus!